Otto Bock steht inzwischen seit 100 Jahren im Dienst der Menschen mit Handicap und entwickelt mit den neuesten Technologien Prothesen, Orthesen und Rollstühle, die ihnen ein besseres Leben ermöglichen. Anlässlich des 100-jährigen Firmenjubiläums fand im historischen Rathaus in Duderstadt ein Festakt mit rund 350 geladenen Ehrengästen statt. Darunter auch Bundeskanzlerin Angela Merkel. Zu Beginn dankte der Duderstädter Bürgermeister Wolfgang Nolte dem Weltmarktführer für Prothetik und Orthetik für die, Zitat, gelebte Standorttreue, permanente Zukunftsperspektiven und für das gemeinnützige Engagement. Der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil lobte währenddessen die Innovationskraft des Familienunternehmens. Professor Hans-Georg Näder, Enkel des Firmengründers Otto Bock und Inhaber, nannte als Grund für das stetige Wachstum die Neugierde und den Faktor Mensch. Und ich möchte all unseren Kunden, allen, die uns begleitet haben, herzlich Danke sagen. Unterstrichen wurden Näders Aussagen durch die emotionalen Worte des mehrfachen Paralympicsiegers Heinrich Popov. Danke für die DNA des Unternehmens. Vielen Dank dafür, dass wir die Menschen sein dürfen, die wir sein wollen. Als Hauptrednerin würdigte die Bundeskanzlerin abschließend die Verdienste des Unternehmens für die menschliche Mobilität. Ich sage nicht nur für die Niedersachsen Danke, sondern ich sage für uns als Bundesrepublik Deutschland Danke für das, was Sie für Deutschland tun, mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen und auf weitere gute 100 Jahre. Herzlichen Dank. Zum Abschluss des Festaktes überreichten Professor Hans-Georg Näder und der Göttinger Verleger Gerhard Steidel der Kanzlerin das Jubiläumsbuch Futuring Human Mobility. Die Feierlichkeiten rund um das Firmenjubiläum wurden mit der Eröffnung der Ausstellung 100 Jahre Otto Bock abgeschlossen, die in der Kunsthalle Duderstadt mit einem beeindruckenden Farbkonzept die Geschichte des Unternehmens erzählt. In diesem Rahmen erhielt Näder vom Präsidenten des Bundesinnungsverbandes für Orthopädietechnik Klaus-Jürgen Lotz die Heine-Hessing-Medaille. Sie wird seit 1970 an Menschen verliehen, die sich in besonderem Maße um die Entwicklung der Orthopädietechnik verdient gemacht haben. Diese Verdienste würdigte auch der Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees. Er überreichte Näder als Geste des Dankes eine paralympische Fackel. Der Geschäftsführer der Orthopädiefirma Münch und Hahn, Thomas Münch, kündigte die baldige Ernennung Näders zum Ehrenobermeister der Landesarbeitsgemeinschaft Orthopädietechnik in Nordrhein-Westfalen an.